Karte Versuchsgelände. Schön, dass ich die jetzt krieg. Kann wie immer praktisch, wenn man mal drauf gucken kann. Das ist das einzige Doofe hier. Hier sieht man nicht, ob man alles mitgenommen hat. Bei den anderen Resident Evil war es immer so, dass man das unterteilt hat und so eingefärbt hat, ob es noch irgendwas zu holen gibt. Das ist hier nicht der Fall. Hier noch irgendwas? Oh, Patrone, Patrone, Patrone. Nö, erstmal nicht. Oh, ich brauch die Kurbel. Ich Kurbel holen, warte. Kurbel, da. Komm, ich bin nicht bei ihr gefahren. So. Das ist doch. Na wohl, ich weiß nicht, brauche ich die nochmal? Dann lass er da einfach stecken. Ich komme mir. Was willst du eigentlich von der? Die hatte ja schon ein paar Mal versucht umzubringen. Also ich würde sie einfach stehen lassen und heimgehen. Und gar keinen Bock mehr. Die Hand abgesägt. Der Steg sieht auch super vertrauenswürdig aus. Da würde ich jeden Tag gerne drüber laufen. Hier lang. Da ist noch eine Hütte. Ah, das war doch. War das nicht ein Rätsel hier noch? Oder war das einfach nur so? Was haben wir denn hier? Habe ich kein Messer? Lol, ich habe mein Messer nicht mitgenommen. Obwohl, sicherheitshalber schieße ich eh drauf. Nein, ich treffe auch. In der nächsten Kiste muss ich mein Messer wieder mitnehmen. Ich spiele immerhin auf leicht, da ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ich es nicht dabei habe. Oder? Mir ist halt nicht zurücklaufen, bin zu faul. Wenn wir, sterben, haben wir eben Speicher. Ah, okay, das. Ne, er hat es doch mitgenommen. Ah, okay, das war das letzte Mal kurbeln. Lässt die Kurbel stecken. Richtige Waffe nimmt, dann trifft man auch. Oh nee, da sind zwei von denen. So, dann wieder. Ich glaube, es sind jetzt nicht zwei zu dicke. Ich bin schneller als der, also was soll's. Ja, wenn ich. Aus dem Weg. So ist das wesentlich effektiver. Haben wir hier noch irgendwas zu mitnehmen? Na guck mal, dann können wir das Messer auch wieder holen. Messer, da haben wir einfach komplett übersehen. Hier kann ich eigentlich auch wieder sicher die Kisten auf kaputt machen.
Und dass ich Angst haben muss. Oh, da war doch was jetzt. Man kann es auseinander. Achso, das war Trennstoff. War gerade verwirrt. Pistolenmunition. Ich mache aber verbesserte. Das behalte ich mal sicherheitshalber. Ich muss hier noch irgendwas basteln. Sicher. Immer verdächtig, wenn man so viel Zeug hat. Ist nie ein gutes Zeug. Komm, nimm den Muni mit. Ihr habt auch nichts mehr hier versteckt. Ich einen von euch an. Zoe? Achso, hingehen. Zoe, ich. Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Ich will aber mit dir reden. Hat es sich selbst geschnitten? Die schneidet sie doch auch. Was machst du da? Will ich losschneiden. Und du? Willst du die nicht losschneiden? Ich geh halt einfach wieder, tschüss. Ich muss doch beide losschneiden, oder habe ich das falsch verstanden? Gib mir die Materialien fürs Serum. Achso, ihr muss ich die geben. Ah, okay. Oh, jetzt. Ich gehe mal so schlau. Wenn ich halt den Leuten nicht ständig ins Wort fallen würde, wüsste ich ja, was ich tun muss. Wir laufen in die Wand. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Jetzt machst du es erst los, erst wenn du das Zeug hast. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Und das machst du jetzt da in im Vogelkäfig, oder wie? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist dein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum einkommen. Ah, jetzt verstehe es. Hat man also einmal zusammengerührt. Hey, eins davon ist meins. Zoe! Schleppt deinen Arsch zurück ins Haus! Auf dich kümmere ich mich später! Der Daddy ist aber auch hartnäckig. Es ist schlimm genug, dass du mit meiner Tochter weg bist. Ah, wollte gar nicht. Ich verflüchte dich gegen meinem eigenen Fleisch und Blut. Mehr Reichweite.
Das nervt langsam, Jack. Ich kann ja doch Pistolen. Du musst von deinem eigenen Blut ersticken, ehe ich mit dir fertig bin. Ah, nein, ich muss da springen, zu warm. Ja. Okay. Oh, halt doch mal still, Blödmann. Einmal! Nee, du musst doch wieder hoch. Ich würde wie ihr Vater sein. Mach doch. Ich halte dich nicht auf. Besser ist zu tun. So, überleben zum Beispiel. Wenn ich von oben doch besser, vielleicht sehe ich ja noch irgendwas. Ja, brauche ich eigentlich nicht. War ja noch. Von unten ist halt noch ein Auge. Dann muss er wieder runter. Gesehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ethan, hier lang. Nö. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Wie ein Schütteln. Geht's dir gut? Ja, läuft ja. Noch. Komm schon, Mia wartet auf uns.
Wir haben nur eine. Wen nehmen wir mit? Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. 2 minus 1 ist 1. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Ja doch. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ich gehe nach Hause und ihr könnt euch drum kloppen. So wie mit. Die wollte mich bis jetzt noch nicht umbringen. Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Guck mal, sie weiß, wie man ein Serum herstellt. Ich will es nicht hören. Machen. Geht schon, ihr beiden. Ja. Ja, schön. Sie hat uns nicht versucht umzubringen. Und sie kann ein Serum herstellen. Also sie ist wichtiger. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ja, kannst ja Fadi schmuggeln. Ich mag mich ja nicht. Was passiert eigentlich, wenn sie mitkommt? Stirbt sie dann direkt, weil sie noch Pilz in sich hat? Und dann verbreitet sie es dann weiter? Ich schicke Hilfe. Warum ist sie jetzt traurig? Sie kommt ja mit. Und sie kommt mit. Nee, scheiße, ich will mich nicht mit dem mit Schormier nehmen. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Genau. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Ist wohl recht. Das reicht auch. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. Wo hat es angefangen? Evelyn. Es ist auch noch dran schuld, stimmt, da war was. Das Mädchen. Sie hat Evelyn hinterhergebracht. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Also damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Zoe! Zoe! Ja, das passiert, wenn man nicht verlässt. Oh, was zum Teufel! Scheiße, ich dachte, sie wäre ja geheilt, aber ich habe das ja komplett verdrängt. Ist mir immer noch lieber wie Mia. Mag Mia nicht. Mia kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mami. Mhm. Hier lang.